Hallihallo, Hallöchen. Ich habe bald schon wieder den Einsatz verpasst. Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz über den letzten Part sprechen. Und zwar ist mir das gerade noch so durch den Kopf gegangen. Das sollte, also, ich bin echt am Überlegen, ob ich den überhaupt hochlade, weil ich habe da ja an sich meine ehrliche Meinung nur gesagt. Also ich denke mal, dass ich den hochlade, aber ich habe echt Angst vor den Kommentaren. Dass das nachher rüberkommt, dass ich als großes Arschloch da stehe. Das ist, da habe ich echt Angst vor. Also, es war echt ja nicht böse gemeint. Also, es ist, ne? Also, ich hoffe, das ist so rübergekommen, wie das meinte. Und wenn ihr jetzt denkt, ich bin Arschloch, dann schreibt mich echt mal an. Oder ich antworte am besten auf die Kommentare einfach. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Moment, da war gar kein Sinn hinter. Ich bin noch Wayne AFK. Tut mir leid, immer noch die Aufnahmesession, weil ich will ein bisschen voraus, aber aufnehmen. Wie wäre es mit einem neuen Konzept von Mario Kart 8, was zwischendurch mal mit auftaucht? Mit Frag den Ricky. Das finde ich eine gute Idee. Und zwar, dass ich ganz einfach in einem Part mir 4 Fragen raussuche von den Zuschauern und die dann beantworte. Pro Rennen eine Frage natürlich denn, ne? Was würdet ihr davon halten? Ja? Oder nein? Also, wenn ja, dann sagt ja. Ich habe einen Bullet Bill auf 3 gekriegt, WTF, okay. Also, dann müsst ihr mir das sagen, dann mache ich das gerne. Dann müsst ihr mir nur Kommentare schreiben und wo ihr Sachen fragt und dann... Klar. Also, wenn die Resonanz hier gut ist, dann werde ich direkt den nächsten Part so machen. Ne? Also, dann nicht den nächsten Part, weil ich werde schon wieder ein bisschen voraufnehmen, aber in den nächsten Parts wird es dann kommen. Einfach so mit Frag den Ricky. Wenn ihr darauf Bock hättet, einfach damit in die Kommentare. Sagt einfach ja oder nein. Dann weiß ich Bescheid. Ne? Weil ich glaube, dass das Konzept echt gut wäre. Das könnte mir dann so ein bisschen, das könnte man richtig gut aufziehen. Das wäre richtig geil. Dann hätte man ein bisschen, vor allen Dingen, dann kann ich mir zwischendurch mal Themen machen. Dann kann ich nicht einen Tee, sondern Themen kann ich mir dann nehmen. Boah, Blitz auf 5. Was zur Hölle, das Item-Balancing ist echt manchmal kurios. Dann könnte ich mir nämlich Themen nehmen oder Fragen oder was ganz anderes oder Let's Push oder zu oder Gäste. Das würde laufen, dann hätte ich das Ganze hier im Griff, denn das würde. Weil dann, ich habe echt manchmal echt Sorgen, mit Themen aus der Nase zu ziehen. Und da hilft es echt, wenn man von Zuschauern Hilfe bekommt. Wie zum Beispiel letztes Mal vom Lukas. Danke nochmal dafür übrigens. Das war nämlich echt gut. Das war verdammt gut. Er hat eine 8 auf 3 gezogen. Was zur Hölle? Item Balancing. Do you wanna troll me? Na. Okay. Ja. Das Thema ist mal schon wieder ausgegangen. Yay! Vorbereitung! Wuhuhuhu. So, ich gucke jetzt mal gerade ein bisschen durch. Kommentare, Alter. Und hier sehe ich gerade ein altes Kommentar von Mario Kart. Von Mario Kart 8. Part 2 vom lieben Game Shop. Mehr Variation auf meinem Kanal. Gibt es. Kommt jetzt. Müsste eigentlich schon. Weiß gar nicht. Müsste es da sein? Das ist jetzt der 4. Part. Ich weiß gar nicht, wer tat, wenn man will. Heute ist Mittwoch bei mir. Donnerstag, Freitag, Samstag. Doch, müsste schon da sein. Es müsste jetzt Zelda gekommen sein. Eigentlich schon rein. Also, vielleicht schon Zelda Windbreaker. Müsste jetzt gekommen sein. Und, ob mir eine 3DS Capture Card hole. Ja, hole ich mir. Aber das habe ich am letzten Part schon durchgegangen. Wenn ich ein bisschen Kohle dafür habe, also wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr wollt hier, dass hier mehr Variation kommt, dann müsst ihr jetzt einfach sagen, was weiß ich, stellt ein Plakat auf in eurer Stadt, wo drauf steht Wikimania. Guckt ihn auf YouTube. Keine Ahnung, oder wenn ich jetzt bei Livestream schon den Hitbox, wenn ich bei Hitbox immer ein Partner werde, wenn ich vielleicht einen Donation-Button kriege und, dann einfach das mal machen, dann, ne, kann ich mir auch vielleicht irgendwann mal eine 3DS-Capture-Card holen, einen Computer und, also erstmal einen Computer und dann irgendwann eine 3DS-Capture-Card, würde ich machen. Ich würde gerne mal Variation bringen, aber mehr als Zelda ist jetzt gerade nicht drin, ne? Weil mehr schaffe ich halt nicht. Ich habe jetzt noch Mario am Laufen, nach Mario kommt, das spoilere ich noch nicht. Hier habe ich auf jeden Fall aber schon was vor. Und mehr als 2 Videos am Tag und Super Mario World und Mario. Also Mario Kart habe ich ja dann, Super Mario World, Zelda und denn das, was nach Mario kommt, so gesehen. Mehr kann ich einfach nicht bringen. Das, wie gesagt, das geht halt einfach von der Logistik her, das klappt nicht.
Das klappt einfach nicht, weil PC ist scheiße. Das würde einfach nicht funktionieren. Das ist halt das ganz große Problem. Es würde einfach nicht funktionieren. Und ja, that's the problem. Aber sobald eins wieder von den Projekten vorbei ist, dann kommt bestimmt auch mal Donkey Kong, es kommt bestimmt auch mal Kirby. Es kommt jetzt mehr Nintendo-Variationen. Ihr müsst mir auch ein bisschen Zeit geben. Ich bin jetzt, ihr seht mich jetzt gerade zum ersten Mal. Ich bin auch gerade noch am Anfang meiner Karriere. Ne? Ich kann ja nicht sofort 1000 Videos raushauen. Ich habe ja, glaube ich, erst etwas über 100. Aber dann guckt euch Mario Party an oder so. Das habe ich ja noch da. Oder andere Sachen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ganz viel Bock auf Nintendo momentan. Aber vielleicht, doch, bestimmt kann man bestimmt auch mal was anderes bringen. Habe ich ja schon mit Walking Dead. Lief ja nicht. Wollt ihr? Dann sehe ich hier noch was Schönes von dem lieben Luke S. Luke M. Ne? Hallo, Luke. Auch wieder bei dem Part 2 von Mario Kart 8. Ob ich Mario Kart... Was steht da mal genau? Ob ich das mal im Stream... Also Stream, wie gesagt, das habe ich ja schon geklärt alles. Und... Was wollte ich jetzt sagen? Wegen Community fahren. Ja, also ich werde das jetzt vielleicht so handhaben, wenn ich es auf die Reihe kriege. Ich werde es hundertprozentig nicht auf die Reihe kriegen. Aber wenn ich mal daran denke, werde ich mal so sagen, hey, ich fahre jetzt. Oder nachher dann und dann fahre ich. Und dann könnt ihr mit in... Es wird euch zwar nichts bringen, aber ihr seid ja mit dabei. Dann werde ich das aber auch so machen. Dann nehmen wir mal 4 Parts auf. Ne? 4 Parts. Sind 4 Parts. Und in einem Part möchte ich auch denn darauf, dass ihr euch denn daran haltet. Bitte. Das hatte nämlich der liebe Mira schon mal so eine Zeit lang gemacht. So ein Special Cup. Da nehmen wir, was ich denn, alle Metal Mario und alle im Bike. Oder alle nehmen nur N64 Strecken. Irgendwie sowas, dann war was ganz Schönes, wenn ihr darauf Bock habt. Dann mal gucken, dann mache ich dazu ein langes Infovideo und dann könnt ihr mir, dann sage ich genau, wann ich fahre. Aber momentan ist es halt echt noch spontan, weil ich momentan wenig Zeit habe. Die Zeit habe ich erst wieder, wenn Winter ist, um richtig auf euch einzugehen. Und jetzt so nebenbei ist halt alles, dass ich, bin ich froh, dass ich überhaupt was bringen kann. Das ist leider Gottes so, ich bin froh, dass ich was bringen kann. Und es ist auch schon stressig genug für mich so. Ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das ist echt keine schlechte Idee. Es gibt ja immer so Leute, die wollen immer ganz gerne mitfahren, aber ich habe mich nicht in der Wii U oder sind dann nicht on, wenn ich das bin oder wissen nicht gar nicht, dass ich fahre und ja, kann ich mal machen. Dann werde ich demnächst irgendwann mal vielleicht so einen Termin erstellen und dann werden wir zu der Zeit fahren. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Wenn das aber nicht funktioniert, ne, Fräuleins und Fräuleinse, dann war's das. Wenn da nur jetzt einer mitfährt, dann ist auch scheiße. Ne? Will ich auch nicht sehen. Dann will ich auch, dass ihr euch denn da spielt und Spaß habt. Ich will den Spaß durch die Konsole spüren. Das gibt was auf den nackten Arsch, mein Fräulein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Sure, lang, Digga. Ne? Wisst ihr dann Bescheid? So. Komm schon. Münze. Racer Marco. Ey, bist du bescheuert? Ahaha. Try hard und verloren. Und Platz Nummer 3. Soll ich das sehen? Und jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ist das der zweite oder der dritte Rennen? Ich glaube, das ist hier das dritte. Also was jetzt gerade kommt, ist jetzt das dritte Rennen. Ne? Oder? Ja. Da finde ich hier übrigens noch einen Kommentar richtig geil. Direkt unter dem ersten Video. Von Yannick Hartmann. Nehmen wir doch einfach bei der Themensuche Cornel zum Beispiel. Der redet ein paar darüber, was er sich zu essen macht. Das ist lustig. Das hat Stil. Das hat richtig. Das hat richtig Stil. Gut. Was habe ich mir denn heute zu essen gemacht? Was werde ich mir denn heute zu essen machen? Ich werde mir heute. Ich weiß noch, ich habe irgendwie noch Hunger, aber es ist jetzt schon 20 nach 11. Ich glaube, ich mache mir nichts mehr zu essen. Vielleicht mal mit einer eine Brille bestellen mit einer. Mal gucken. Mal gucken, wie ich gleich drauf bin. Was habe ich denn heute gegessen? Ich habe mir heute... Bestellst du dir was? Aber dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und habe gesehen, oh, da sind noch Restnudeln von vor 4 Tagen. Habe ich mir die nochmal warm gemacht. Ich habe also natürlich aber vorher nochmal angerufen bei Mutti. Ey, kann man die noch essen? Ja. Wird schon gehen. Okay, dann habe ich die gegessen. Und... muss sagen,
Die ging nicht mehr. Also, danach ging es mir echt schlecht. Aber ich habe sie trotzdem aufgegessen, weil ich es halt kann. Ne? Ich kann es halt. Ich kann es halt, ne? Und danach... Danach, also eine Stunde oder anderthalb Stunden danach, weil ich, als ich dann wieder alles freien Lauf gelassen hatte, hatte ich dann wieder Hunger und habe mir eine Pizza reingemacht in den Backofen. Also... Und eine Packung Gummibärchen habe ich noch gegessen. Ja. Ja, nur Gesundes. Alles für den Körper. Alles für den Geist. Ach ja. Aber keine Sorge, ich trainiere das immer wieder ab. Mit Mario Kart fahren. Ne? Oh, ein Stern. Oh, da könnte mir jetzt sehr helfen. Da könnte mir jetzt sehr helfen. Also das habe ich heute zum Essen gemacht. Was ich morgen zum Essen machen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe morgen nichts da. Ich muss mir morgen bedanken. Morgen ist Feiertag. So eine Scheiße. Dann muss ich morgen eine Pizza essen. Und damit auskommen. Ich bin schon nicht verhungert. Ich habe genug Fett. Genug Fette. So, muss ich da nochmal gucken, dass ich da noch eins rauskriege für den nächsten Mal. Also fürs nächste. So, und jetzt nochmal was in eigener Sache. Und zwar... Will ich Fanarts? Ja, ich will Fanarts. Also, wenn ihr irgendeine coole Idee habt, auch die im Stream dabei sind, oder wenn man einen Stream kommt, ne, es kommen ja jetzt öfters mal Streams, und ihr seht da irgendeine witzige Stelle, und ihr könnt, oder könnt auch nichts, ist mir scheißegal, dann macht ein Fanart. Ne? Also, ich werde dann auch, was weiß ich, mal Fanarts einblenden, und ich werde die besten Fanarts mal zeigen. Also, wenn ihr wirklich kreative Ideen habt, dann zeichnet was. Ich warte darauf. Das ist doch, wie cool ist das denn bitte, wenn du Fanarts hast. Oder Fanfictions. Was ich mache, macht eine Fanfiction von mir und von Volo. Oder von mir und Cornel. Oder von mir und Raki. Oder von Laila und mir. Oder von Mirai. Von Mirai. Irgendwie sowas. Lasst euch was einfallen. Irgendwie kreative Ideen. Ich warte auf euch, ne? Auf meine kleinen Schweinchen. Ihr seid doch meine kleinen Schweinchen. Ihr müsst doch hier für mich... Ihr müsst mir doch was geben. Ich gebe euch doch auch was. Gebt mir doch was zurück, ihr Penner. Meine, ihr Schweinchen. Ich hab euch lieb. Nee, ich hab nicht Penner gesagt. Ach komm. Also, das werdet ihr jetzt ja wohl nicht böse genommen haben, ne? Ihr wisst, das war nur Spaß. Also, wenn ihr eine Idee habt oder ihr habt gedacht, ich würde gerne was zeichnen, aber ich weiß nicht, ob Rick überhaupt was haben will. Ja, her damit. Ich bin dafür offen. Immer her mit dem Scheiß. Ich guck mir das ganz gerne an und ich schreibe auch zurück und ich gebe euch auch gerne Antwort darauf, ne? Also, das ist kein Ding. Das ist kein Ding für den King. Also für mich. Ich bin ja der King. Ich bin ja der King auf Mario Kart 8 bin ich, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ach ja. Also, das ist immer noch die gleiche Aufnahme zwischen wie von dem Part 9. Ne? Aber ich bin jetzt noch gerade so motiviert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich werde immer motivierter, umso länger der Part geht. Beziehungsweise wie lange die Aufnahmesession geht. Und die Aufnahmesession geht jetzt schon fast, ne, geht über eine Stunde. Und ich werde motivierter. Ich nehme auch gleich noch ein Part auf und dann geht es nämlich nochmal über richtige Themen und ich werde mir auch immer mal wieder zwischendurch Kommentare rausnehmen und die beantworten. Mal gucken, also habe ich ja wenigstens wieder ein bisschen was im Vorrat. Außerdem ist Tommy dabei. Ich muss mit Tommy ja noch ein bisschen fahren. Tommy Gunn ist nämlich gerade dazugekommen. Mit dem muss ich noch ein bisschen fahren. Da vorne fährt er schon. Kleine Schweinchen fährt immer vor mir. Ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fanarts habt oder was ihr mir zeigen wollt... Oder ein Best-of-Video. Wenn ihr ein Best-of-Video habt, dann immer her damit. Der liebe Chango hat eins gemacht aus dem Stream von... Wo ich Majora's Mask gespielt habe. Dann haut was raus. Also ihr dürft meine Videos gerne benutzen und schneiden. Das ist mir scheißegal. Macht, was ihr wollt. Ich bin auf eure Kreativität gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut raus. Tschüss.